Ich werde zu Geros zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beiden führen. Ich wusste, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Gut, zuerst sollten wir Idora finden. Lass uns vorher noch nach Pandoria gehen. Wir können Geros ja nicht mitnehmen. Gut. Tante, pass bitte auf Geros, meinen Schatz, auf. Das werde ich, Selan. Doch warum ziehst du wieder in den Kampf? Es wäre doch so schön, wenn du nur Mutter sein könntest, oder nicht? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon selbst wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinen Sohn Acht geben. Danke. Ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Oh Gott. Selan, du musst bald wiederkommen. Geros braucht seine Mutter. Ich weiß, Tante. Ja, war leider keine Oma. Aber gut. Lass Geros ruhig bei mir und komm bald wieder. Ja, werden wir auf jeden Fall. Aber... ja, wir haben auf jeden Fall meinen ersten Hassgegner besiegt. Und deswegen werden wir erst einmal ganz kurz speichern. Und zwar wieder zweimal. Und begeben uns weiter auf den Pfad des Schicksals. Wir möchten nach Rusalka. Und hoffentlich werden wir nicht in einen Kampf verwickelt. Ja, wir haben Glück. Boah. Hier geht's lang. Ha. Hey, Tatze! Wo geht ihr beiden hin? Gui, Deka. Wollt ihr etwa abhauen, ohne uns Bescheid zu geben? Ich denke, wir sind ein Team. Meint ihr wirklich, wir würden das nicht merken? Ich gehe nicht wegen euch mit, sondern weil es jemanden gibt, den ich beschützen muss. Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiratet? Was weißt du denn schon von Liebe? Du hast ja noch nicht mal eine Freundin. Mein Schwert, mein Schwert ist meine Liebe. Andersrum natürlich. Meine Liebe ist mein Schwert. Du scheinst irgendwie eine Meise zu haben. Normal ist das nicht. Ist mir egal. Ich werde auf jeden Fall mitgehen. Schon gut. Ihr beide müsst tun, was ihr für richtig haltet. Stimmt, genau. Also, was ist? Gehen wir endlich. Bui und Deka schließen sich an. Schon wieder. Ja. Damit sind wir wieder zu viert. Und wir betreten ein neues Gebiet. Das heißt, es gibt wieder jede Menge neue Monster. Und den ersten haben wir hier schon. Und zwar die Flora Mista. Ja, was gibt es über dieses Monster zu sagen? Ein Pflanzenmonster, wenn man es so nennen kann. 164 HP, allerdings keine Magiepunkte. Dementsprechend greifen sie auch nur mit normalen Angriffen an. Man kann aber von ihnen die Magienadel bekommen. Werde ich gleich auf jeden Fall noch zeigen. Ja, bringen relativ gut Erfahrungspunkte und etwas Gold, aber nicht unbedingt etwas, was wir jetzt zwingenderweise brauchen. Ja, hier haben wir gleich nochmal eine. Und genau hier kommt uns nämlich das Kapselmonster Gordo mit seiner Feuerklaue ganz gelegen. Denn unser Kapselmonster macht mit diesen, ja, Nachtschattengewächsen auf jeden Fall kurzen Prozess. Und wir scheinen irgendwie überhaupt kein Glück zu haben. Ja, gut, Route. Reicht auf jeden Fall auch aus, um die Pflanzen zu besiegen. Aber wir wollen ja noch andere Monster sehen und nicht nur die Flora Mista. Ja, hier haben wir auch schon die Magienadel. Deka erreicht ein neues Level. Und da gucken wir natürlich auch gleich mal, wo haben wir sie denn? Hier. Heilt Lähmungen. Gut, man könnte jetzt
die Magienadel benutzen oder wir nehmen einfach den Zauber Erlösung, den unser Held und Selan können. Ist natürlich nur etwas blöd, wenn ausgerechnet Tatsu und Selan gerade gelähmt sind. Da Gui und Deka ja keine Zauber können, ist es auf jeden Fall immer eine gute Option, eine Magienadel zu haben. Und hier haben wir auch schon den nächsten Gegner, den Schlagbaum. Ja, keine besonderen Fähigkeiten, er haut einfach nur drauf. Hat 175 HP und ja, bringt etwas Gold, etwas Erfahrungspunkte. Gui bekommt ein neues Level, genauso wie Gordo. Wunderbar. Ach ja, und Aufwecken kann man von ihnen bekommen. So, ein Monster bin ich aber noch ganz scharf drauf. Welches wir jetzt natürlich nicht finden. Ich glaube, wenn zwei von diesen Flora Mista kommen, könnten wir sie eigentlich besiegen. Ja, hier haben wir sie. Die große Fliege kennen wir ja schon, aber den Powerstachel noch nicht. Ja, hat eine ganz besondere Fähigkeit, der Powerstachel, nämlich Paralyse. Und wo ist der Schock hier? Wir hauen einfach mal alles rein, was geht. So. Ein weiterer Nachteil des Powerstachels ist, dass er verdammt schnell ist, genau wie die großen Fliege. Wie man schon sehen kann. Ja, Gordo, hau ab. Wie immer, kennen wir ja schon. Und Schock ist nicht unbedingt sehr hilfreich. Na komm. Okay, es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn Gui einfach mit drauf gehauen hätte. Aber nun gut, in der Runde sollte das auch alles gewesen sein hier. Neue Monster können wir auf der Weltkarte in diesem Gebiet nicht mehr finden. Obwohl ich der Meinung bin, dass drei Stück eigentlich reichen. Ja. Gut, wir machen uns in die Stadt auf. In die Hafenstadt Alea. Und hier gefällt mir die Musik ganz besonders gut. Aber wir sind ja nicht hier, um der schönen Musik zu horchen, sondern wir wollen uns auf jeden Fall einmal komplett neu ausrüsten. Beziehungsweise mit Zauber. Und ich sehe gerade, wir haben nicht genügend Gold. Was machen wir denn da? Wir reden erstmal mit der alten Dame. Groveria befindet sich auf der kleinen Insel nördlich von hier. Dort ist auch die Ahnenhöhle zu finden. Man sagt, die Ahnenhöhle birgt unzählige Schätze. Ja, das tut sie auch. Aber in die Ahnenhöhle werden wir erst, ja, zu einem späteren Zeitpunkt gehen. Beziehungsweise, ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt in die Ahnenhöhle gehen. Das lasse ich einfach mal euch entscheiden. Aber da werde ich auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas dazu sagen, was die Ahnenhöhle betrifft. Also kein Grund zur Sorge, wir werden, ja, ich denke schon, dass wir die Ahnenhöhle mal besuchen werden. Ach komm. Wir haben doch keine Zeit. Und bei der Gelegenheit werde ich jetzt erstmal ganz kurz etwas trinken. So. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht unbedingt gehört hat. Oh komm, stirb. Wunderbar. Selan erreicht ein neues Level. So muss das sein. Berg des Aurabaums. Ja. Einer meiner Lieblingsdungeons. Muss ich ja sagen.
Nicht wegen den Monster, sondern ganz einfach wegen, ja, der Optik, sage ich jetzt mal. Au, das hat wehgetan. Ja, Gordo, hau ab. Ja, was gibt es hier zu dem Berg des Aurabaums zu sagen? Insgesamt treffen wir auf 3 neue Gegner. Hier ist jetzt natürlich noch kein neues Monster dabei. Aber das erste werden wir auf jeden Fall jeden Moment treffen. In Hoffnung natürlich, dass hier keiner stirbt. Ja, wunderbar. Und wir können auf jeden Fall... Ja, komm, wir nehmen einfach mal stark. So, einmal sortieren. Wunderbar. Ach ja, genau. Hier müssen wir auch mal sortieren. Damit wir nicht den Überblick verlieren. Gut, wir gehen einmal hier... Ja, genau. Wir gehen einmal hier hin, um wieder zurückzugehen. Was haben wir denn ausgerüstet? So, die Bombe. Tür offen. Will ich gegen euch kämpfen? Ja, komm. Wir brauchen sowieso noch ein paar Level, von daher geht das auf jeden Fall in Ordnung. So. Ach, wunderbar. So, hier oben gab es nichts mehr. Wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, alle Kisten zu holen, die ja der Berg für uns bereithält. So, wo müssen wir hin? Jetzt können wir hier hoch. Und hier müsst... Ja, komm, bleib. Ja. Okay, einmal den Bomber, einmal den Klugball. Was kannst du? Geht das auf alle? Nein. Nein. Au. Ich hoffe... Ja, gut. Ist nicht ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, Gordo haut natürlich wieder ab, ist man ja gewohnt. Ich hätte Gordo Feigi nennen sollen. Naja. Ja gut, solange die Monster nur auf Kui und Deka gehen, ist mir das eigentlich relativ recht. Wir müssen uns einmal nochmal heilen. Machen wir ausnahmsweise mal mit Stärker. Ah, und ich glaube... Nein. Ist alles noch im Rahmen des Erträglichen? Ja, wunderbar. Warum nicht immer so? Wird auf jeden Fall ein sehr kurzer Kampf. So, weg damit. Ach, das sind ja auch schon wieder 3. Na komm. Hauen wir eben schnell weg. Dürfte ja nicht das große Problem sein mit unserer Selan, die immer schön den Klugball macht. Ja, so muss das sein. Aber ich merke gerade, dass unserer Selan so ganz langsam die Magiepunkte ausgehen. Ja gut, Tatze kann ein bisschen Schaden vertragen. Wir haben ja, ja seine Zornleiste so ziemlich geleert. Von daher ist es auf jeden Fall in Ordnung, wenn er ja, etwas aufs Maul bekommt. So, wir machen nochmal schnell eine Komplettheilung. So. Ah, nicht wieder runtergehen. So, wo müssen wir als erstes hin? War das der dunkle? Oh, ja, wir gehen erstmal hier hin.